Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Nick, also, willst du reden? Wie hast du mich unten in diesem alten Vault gefunden? Deine Sekretärin Ellie, sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast einen Mörder erwähnt, den du suchst und der deinen Sohn entführt hat. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Abgeschlossen, Simon Valentine. Achso, das ist nur eine Figur. Begonnen, erste Hinweise. Begib dich zur Detektei Valentine. Wer so lange wie ich im Commonwealth unterwegs ist, lernt ein paar Dinge. Wer? In diesen alten Gebäuden. Das ist abgelaufen. Oh. Was willst du? Aber auch für die andere Seite. Wir gehen einfach weg. Wir wollen gerade nicht kämpfen. Nicht auf uns schießen, bitte. Tun sie auch nicht. Wir kämpfen dort hinten. Preston und Nick gegen die Raider. Und wir gehen einfach weg. Und das ist jetzt hier nicht wirklich besser. Das ist ein Raider. Da kommt Preston. Den kann man ganz gut an seiner Waffe erkennen. Naja, aber wir wollen jetzt auch eigentlich gar nicht gegen ihn kämpfen. Wir könnten mal eine Schnellreise nach Sanctuary machen. Okay. Dachte ich mir schon. Nicht das jetzt machen, bevor wir in den nächsten Gegner reinlaufen. Ja, Schnellreise dahin nach Sanctuary. Dort angekommen werden wir dann erstmal wieder unser Inventar aufräumen. Und dann gucken wir uns an, welche Mission wir als nächstes machen. Aber höchstwahrscheinlich machen wir die nächste Mission mit Valentine. Was der beste Weg ist, die Minutemen voranzubringen. Doch, das ist gut so. Für mich. So. Schrott. Können wir auch einfach so machen und der ganze Schrott ist weg. Waffen, was kann denn hier noch weg? Minen. Das kann weg. Davon kann eins weg. Der kann weg. Den lassen wir mal da. Wobei, Gewicht 3 können doch auch weg. Kleidung. Weg, 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 weg. Und jetzt sind wir wieder gut. Dann Daten. Okay, wir haben ein paar. Story des Jahrhunderts. Begib dich zu Pipers Büro. Na gut, das werden wir machen, wenn wir das nächste Mal dort angekommen sind in Diamond City. Wir werden jetzt weiter für die Stille in der Bruderschaft was machen. Na, wobei, das ist relativ weit weg. Na egal. Bedford Station. Da geht's hin. Und dann suchen wir nach dem Erkundungsteam.
Ich hoffe mal, dass dort zumindest keine Supermutanten sind, weil dann dürften wir ein Problem haben. Weil diese Waffe... Munition ist leer. Munition ist leer. Munition ist... warum sage ich hier Munition ist leer? Munition ist fast leer. Okay, wie viele Kronkorken haben wir? 1221. Gut, dann lassen wir das. Dann geht's dahin. Weg damit. Karte, Diamond City. Und dann nutzen wir gleich die Chance. Und handeln auch ein bisschen mit ein paar Händlern. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Erkunde das Combat Zone. Wo ist das? Hier. Da vorne. Da, wo wir gegen den gekämpft haben. Na gut. Das wollen wir sowieso nicht machen, zumindest jetzt nicht. Achso, stimmt, wir haben ja ein Level-Up. Das machen wir. Und das machen wir. Hier müssen wir rein. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist. Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut. Das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren.
Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Man kann nur einen Tag nach dem anderen bestreiten. Das wollte ich nicht anklicken. Man muss einfach immer weitermachen. Mehr kann man nicht tun. Wir tun nur, was wir tun müssen. Huh? Wollte was anderes anklicken. Ich glaube, meine Leser verstehen das. Wir sind fertig. Da bin ich wohl abgerutscht. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln. Aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Piper ist bereit, dich zu begleiten. Naja, diese Aufgabe ist geschafft. Wir können jetzt auch alles bei ihr mitnehmen. Aber wir wollen nicht. Wir gehen hier wieder raus. Und dann gehen wir vielleicht nochmal wieder rein. Weil mir gerade einfällt, dass Nacht ist, kein Händler da ist. Also gehen wir nochmal wieder rein. Und gucken und testen, ob wir vielleicht bei ihr im Bett schlafen können. Nein, das geht nicht, aber wir können ja aus dem Packs klauen. Ned. Die Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Okay, hier können wir anscheinend nicht schlafen. Vielleicht ja hier. Kann ich mich nicht. Gibt es nicht irgendeine Taste, mit der man sich einfach auf den Boden legen kann, vielleicht? Steuerung. Nein. Anscheinend nicht. Schade. Naja. Dann wohl dann also nicht. Aber ein Händler sollte da sein. Ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Hey, du gehörst zu den Minutemen, oder? Hey, das weiß ich zu schätzen. Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Gute Arbeit, weiter so. Hier, nimm das. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Jederzeit, Preston. Also... Ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich zweifle nicht daran, dass du der Anführer bist, den die Minutemen gebraucht haben. Danke, Preston. Danke, General. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Warum ist dieser Gegenstand so schwer? Untersucht das Museum der Hexerei. Okay, er hat anscheinend irgendwas gerade gesagt. Hab mit meiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat nie den Deckel auf die Zahnpastatube geschraubt. Weißt du, wer sowas macht? 24 Stunden am Tag geöffnet. Klar, ich schau mal, was du hast. Wir sollten uns demnächst auch mal darum kümmern, dass wir bessere Kleidung tragen. Waffen. Munition. Welche Munition brauchen wir denn für das Gewehr? Für das Jagdgewehr brauchen wir das
Also das hier, dann kaufen wir da 200 Kronkorken. Na gut. Wir nehmen das. Ein Fusionskern, 522 leider. Wir können ja mal gucken, vielleicht können wir ihm ja irgendwas verkaufen. Aber wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel dabei. Naja, jetzt... Okay. Aber aus der Munition, die ich gerade gekauft habe? Oder habe ich das nicht angenommen? Ne, habe ich nicht. Dann kommen wir irgendwann wieder her mit ein bisschen Schrott, den wir verkaufen können. Und dann kaufen wir da auch unter anderem den Fusionskern. Aber eigentlich lohnt sich das ja jetzt noch nicht so ganz für unsere aktuelle schlechte Powerrüstung. Du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Habe ich doch gerne gemacht. Die brennende Zigarette stecken wir uns mal in die Tasche. Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Rocco Fun gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Zeta Invasoren. Das können wir dann wahrscheinlich spielen. Das machen wir auch mal. Wo finde ich das denn? Nee, nicht beim Radio. Wahrscheinlich bei Diverses. Hier. Zeta Invaders. Zeta, Zeta. Irgendwie so irgendwas davon, wie ich es ausspreche, wird schon richtig sein. Mit Letters zu schießig. Okay, wir haben drei Leben zum Glück. Wir haben sie uns wohl leider getroffen. Ich habe nicht darauf geachtet, überhaupt irgendwie auszuweichen. Da bin ich genau in den Schuss gerade reingefahren. Das haben wir leider nicht getroffen. Hätte wahrscheinlich einige Punkte gegeben, hätten wir es getroffen. Nur das habe ich leider nicht geschafft. Komm, komm, das gewinnen wir bestimmt. Jetzt haben wir das getroffen. Einer, der letzte hat uns noch getötet. Na gut, dann... Ja, aufhören. Das machen wir... Irgendwann machen wir das nochmal und dann gewinnen wir. Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen klauen, aber okay, dann reden wir jetzt. Miss Perkins. Vielen Dank, dass du Nick zurückgebracht hast. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung.
Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Machen wir gleich. Erstmal schauen wir noch. Fusionszellen. Oder? Waren das Fusionszellen? Ich bezweifle mal, dass das Fusionskerne waren. So viele auf einmal. Ich weiß gar nicht, wo würde ich Fusionskerne denn finden? Es waren sicher keine Fusionskerne. So, dafür sollten wir auch bestimmt etwas an Geld bekommen gleich. Hey, Valentine. Also. Setz dich. Mach's dir gemütlich. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein. Sie haben ihren Namen nicht genannt. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Folge Nick. Das werden wir machen, aber zu seinem Haus werden wir erst im nächsten Part gehen. Dann beende ich ja nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.